sind hier auf der Bilanzpressekonferenz der Lenze-Gruppe und neben unseren berühmten Zahlen, Daten, Fakten haben wir heute sehr stark das Thema der Produktindividualisierung betrachtet, das ja durch die Consumer sehr stark getrieben wird. Und diese Individualisierung, die treibt natürlich die gesamte Value Chain, die gesamte Wertschöpfungskette in der Industrie an, angefangen von der Abbildung in einem ERP, ja, wo man die Varianten ja bilden muss, managen muss, bis dann in das eigentliche Produkt hinein. Das beschäftigt sich auch Lenze sehr stark. Wir sehen ja, dass dieses Thema dazu führt, dass sich die klassische starre Automationspyramide vom Field Layer bis zum ERP Layer aufzulösen beginnt, sehr stark über dezentrale, vernetzte Prozesse in die Cloud hinein ersetzt wird. Und wir sind als Lenze ja in der glücklichen Lage, dass wir mit der Firma Encoway, die sich mit dem Thema Konfigurationsvariantenmanagement auf der ERP-Seite beschäftigt und dem Stammhaus Lenze selbst, das sich sehr stark mit dem Thema Antriebs- und Automatisierungstechnik auseinandersetzt, im Prinzip die gesamte Wertschöpfung in der Automationspyramide gedanklich durchdringen können und daraus abgeleitet natürlich die besten Beiträge für unsere Kunden leisten können und auch wollen.